die Ruine des dänischen Wasserschlosses Trøjborg in Südjütland liegt ca. 15 Kilometer von der Grenze zu Deutschland entfernt. Vorbei am Gut Trøjborg gelangt man zur von einem Wäldchen umgebenen Ruine. Das von zwei Gräben umgebene Schloss wurde in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts als Burg vermutlich vom späteren dänischen König Valdemar Atterdag erbaut. Erster bekannter Besitzer war um 1350 Valdemars Gefolgsmann, der Ritter Johann Hennicke von Limbeck. 1407 wurde die Burg an die dänische Krone verkauft. 1566 erhielt der in dänischen Diensten stehende Feldhauptmann Daniel Rantzau von König Frederik II. Von Dänemark die Trøjborg als Lehen für seine Verdienste. Nach Daniel Rantzaus Tod übernahm sein Bruder, der dänische Amtmann von Flensburg, Peter Rantzau, die Burg. Ende des 16. Jahrhunderts ließ dieser die Burg abreißen und stattdessen ein Wasserschloss im niederländischen Renaissance-Stil errichten. Von dem Schloss, wie es hier auf den Infotafeln vor Ort zu sehen ist, ist heute allerdings kaum noch etwas erhalten. Bis 1776 war das Schloss in adligem, danach in bürgerlichem Besitz. Da der Politiker und Gutsherr Knut Lausten Knutsen Mitte des 19. Jahrhunderts die Mittel für die Sanierung des maroden Schlosses nicht aufbringen konnte oder wollte, ließ er 1854 das Schloss abreißen. Nur die Fundamente, einige Keller und die südliche Mauer blieben erhalten. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde unter Verwendung von aufgefundenen Trümmerteilen das Eingangsportal wieder errichtet. Heute ist Schloss Trøjborg ein Lost Place, bestenfalls ein romantischer historischer Ort.